Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge haben wir... Habe ich das selbst ein Level gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben ein Level vom... Von wem war das? Eher vom Falke in HNX gemacht oder so. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und heute werden wir, naja, so ziemlich genau das gleiche machen, weil der Falke in HX hat mir noch ein Level geschickt. Und ich freue mich schon wieder drauf, was da jetzt kommt und was, eine neue Mitteilung. Wahrscheinlich zu meinem eigenen Level. Ah, okay. Sehr schön. Und ja, schauen wir uns das noch ganz kurz vor an, weil ich habe das selbst noch nicht gesehen. Wo steht das? Ah, zwei erhaltene Sterne. Schön, was steht da? Ah, Gumba, was bedeutet das? Ich kann nicht antippen oder so. Probier es gerade, aber es geht nicht. Na gut, da kann man auch meine Statistiken sehen. Ich habe 100 Mario-Herausforderungen jeweils einmal gemacht. Eben so, wie es, ja, ich vorgezeigt habe. Und ja, schauen wir mal. Gibt es sonst da noch irgendwas Interessantes? Hochgeladener Level? Ja, da ist eben, das Schnellsein ist alles, was ich zweimal gemacht habe. Aber, naja, ihr wisst schon, das sollte ich löschen. Weil das ist die alte Version, die nicht so schöne Version. Aber, naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, jetzt Level suchen, war das das Richtige? Ja, richtig, ja. Weil vom Falke HNX soll ich jetzt das Level da eintippen, zumindest den Code. Wie immer werde ich den Code jetzt gerade eingeblendet haben. Der Kommentar wird nicht da sein, aber ja, da steht nämlich nicht allzu viel gerade drinnen im Kommentar zu dem Level und deswegen werde ich heute ausnahmsweise mal den Kommentar nicht dabei haben, aber das ist schon okay, weil ich bin jetzt gerade fertig geworden mit Eintippen. Und ja, wie heißt das Level? Das war ja, weiß ich auch nicht. Before the Fall. Ui. Okay. Abschlussrate 6%. Ja, das ist auch ganz okay. Und nur drei Spieler haben das derzeit geschafft. Okay, dann werde ich wohl Nummer 4 werden. Before the Fall von Falke HNX. Ui. Okay. Kann man da hinein? Nein. Da ist was gestanden. Soll ich nicht nochmal gelesen? Ui. Aha. Ui. Da kann ich hinauf. Na, probieren wir mal. Aha, okay. Aha. Was da das? Spinnst du? Hätte ich noch ein Ding, dann würde ich das probieren. This is dangerous. This seems dangerous. Fuck. Okay, da sind ein paar Leute gestorben. Nicht nur ich. Wahrscheinlich auf die gleiche Weise. Aha, 50 steht da. Okay, warum 50? Das frage ich mich gerade. Hopp, okay. Diesmal ein bisschen besser machen. Das wäre auch schön. Okay. Am besten an dem einfach nur vorbei. Dann überlebt man es eher. Achso, ich kann ja gar keine Stampfattacke machen. Okay. Die große Frage ist, wie kommen wir dann trotzdem da vorbei, weil die Wumms sind schon sehr ärgerlich. Soll ich? Na, wohin soll ich mit dem Teil? Soll ich da hinauf? Ich kann hinauf, okay. Das ist gut zu wissen. Das Problem ist, was mache ich mit dem Teil? Ist das ein Maze? Da steht 50. Da kann ich ja nicht hinein. Warum nicht? Ah, Moment. Ich schau mir das ganz kurz an. Na, okay. Ich war gerade in der Hoffnung, dass da etwas ist. Also, noch etwas herausspawnt, aber tut's auch nicht. Ich hab ihn getötet. Ich weiß nicht wie, aber ich hab ihn getötet. Oh, ich weiß, was ich tun muss. Da. Ich muss den mit dem P-Block da zurück. Oh Gott. Das war nicht gescheit. Ups, jetzt wäre ich fast gestorben.
muss nicht in meiner Hand halten. Ich muss nur schnell genug wieder rüber. Ah. Okay, ich hätte vielleicht vorher ein bisschen spielen sollen, einfach nur so zum Einspielen, dass ich wieder die ganze Steuerung und alles wieder perfekt drauf habe, aber ja, wie ihr sehen könnt, habe ich das nicht getan. Weil ich spiele gerade nicht gut. Überhaupt nicht. Na, schnell drüber. Keine. Geht sie vielleicht sogar aus, durchlaufen. Das Problem ist nur die Erhöhungen, die ständigen. Okay. Schauen wir mal. Jetzt schaffe ich es, hoffentlich. Ah. Ding. Okay. So, jetzt bin ich wenigstens vorbei. Das ist eine gute Sache. Oh. Oh. Shit. Ich glaube, da war was Gutes drinnen. Das habe ich jetzt nicht bekommen. Wegen Gründen. Shit. Ich hab gewusst, dass jetzt schon. Okay, wir sehen uns gleich. Okay, scheint so, als hätte ich es geschafft. Aha, und da war ein Ding drinnen. Und was mache ich mit dem Ding? Weil ich habe es jetzt versehentlich aufgeklappt. Das glaube ich war nicht so gescheit. Oh, fuck. Ich sollte da schneller entlanglaufen, weil sonst kriege ich ein großes Problem. Okay, für nächstes Mal merke ich es mir. Okay, man merke es sich, man läuft schneller hier entlang, damit man keine Probleme kriegt. Okay. Das ist immer sehr gefährlich. Aha, für das ist also der Block. Okay, muss ich dementsprechend ignorieren. Ansonsten ist dort nichts Gefährliches, außer Uhus, die was mich töten wollen und ein Womp, den ich versehentlich ignoriert habe. Shit. Okay, gleich nochmal da vorbei. Diesmal ein bisschen besser. Ja, okay. Schau, so geht das. Einfach schnell vorbei. Hey, Moment. Wenn ich es noch habe, dann kann ich es ja mitnehmen. Das ist nicht nochmal so eine miese Idee. Moment. Oh, durch. Ah, es geht sich nicht aus. Schade, schade. Okay, der Kettenhund macht mir gerade leichten Stress. Das ist ein großes Problem. Genauso wie die Buhus. Jetzt hat er einen Pfeil nach oben und ich habe so ein Ding noch mit. Also verwende ich es auch. Yay, okay. Das zählt sich aus. Und ich könnte wieder hinunter gehen, indem ich einfach da nach rechts jetzt gehe. Vielleicht sollte das da. Oh, boah, zu gedacht. Ja, dann muss ich wohl nach unten. Okay. Ich lebe noch, aber ich würde nicht nach unten fallen. Okay, kann ich? Ja, das geht gut. Da kommt niemand außer? Okay. Dann muss ich wohl da hinein. Ja, okay, cool. So, dann. Ich glaube, das sollte jetzt ganz kurz noch checken, ob da ein Geheimnis ist. Aus Gründen. Aha. Aha. Ja, brauche ich jetzt nicht wirklich, aber... Hey, schadet ja nicht, wenn man auch noch einen Pilz hat, einen zusätzlichen... So, du stirbst, da kämen Gumpen. Na, Kupas. Die nehme ich mit. Ich bin böse. Okay, das Problem ist, das Ding will mich sicher erschlagen. Okay. Aha. So, und jetzt das größere Problem. Oh, na, das ist okay. Bomben? Ah, ich verstehe. Du musst die Bombe nutzen. Okay, geschafft. Was? Good job. Thank you very much. Oh. Na, Entfalle. Frechheit. Okay, na, Entfallen sind schon okay.
War recht dezentes Level vom Falke HNX. Bevor der Fall. Ja, ein Sternchen ist schon drinnen. Ist schon drinnen. Hat mir ein bisschen herausgefordert. Also bin jetzt noch gerade ein bisschen eingerostet gewesen, wie das Ganze so ist. Aber da noch ein bisschen Zeit ist, werde ich mir das Level jetzt auch nochmal genauer anschauen. Also ob ich vielleicht irgendwo ein Geheimnis übersehen habe. Weil das kann ja doch sehr, sehr gut sein. Ja, der Name passt schon. Danke. Und ja, schauen wir uns das ganze Level mal genauer an. Also, Stift heraus. Dann geht's los. Okay, da ist der, wie nennt man das? Pilz? Pilz, der Pilz. Und die ganze obere Schicht ist eben mit Dings voll gepflastert. Wow, wirklich die ganze. Hui. Okay. Gibt's sonst irgendwas Interessantes noch? Moment. Okay, da haben wir durchmessen. Da ist ein versteckter Block, von dem ich nichts weiß. Mit einem Pilz drinnen. Aha. Ja, schau, was man nicht alles herausfinden kann, wenn man sich das Level nicht doch einmal genauer anschaut. Ich soll mich irgendwie anders positionieren. Nur ich weiß nicht, was die 50 bedeuten sollen. 50? Weil 500 Zeit 50? Klingt auch irgendwie unlogisch. Na, aber ansonsten ist da vorerst kein Geheimnis. Okay, Mario. Schauen wir mal nach unten. Okay, von dem wissen wir. Da ist auch nichts Besonderes. Ah. Ja, okay. Achso, und das war eben kurz vor Ende, oder? Da der runde Buhu-Kreis, ja. Da ist noch was, das habe ich eh entdeckt. Oh. Achso, ja genau, die Ranke. Na, ansonsten ist da jetzt nicht wirklich noch ein Geheimnis, soweit ich das erkennen kann. Außer ich bin blind. Das kann natürlich immer passieren. Ah ja, stimmt, den unteren Weg bin ich gar nicht gegangen. Obwohl ich eh von oben gekommen bin, also ist der Punkt relativ egal. Dann, wenn man da ist, ja, good job und durch. Ja, nice. Cooles Level vom Falke HNX. Sehr cool. Ja, ich würde damit sagen, danke fürs Zusehen, weil ich glaube, mir fällt gerade nichts ein, was ich sonst noch machen könnte in dieser Folge. Außerdem möchte ich die Folgen nicht allzu lange halten. Also ja, danke fürs Zusehen. Und wenn du dem Video hier ein Like geben könntest, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, weil Likes sind toll und du bist toll. Das gehört auch immer gesagt. Du bist toll, weil du mal gerade mein Video anschaust und ich finde das toll. Also, danke fürs Zusehen und fertig.